Die Deutschen lieben Verträge, zum Beispiel Versicherungen. Im Durchschnitt hat jeder Bürger 6 Versicherungsverträge. Und dazu kommen noch Telefonverträge, Sportstudioverträge, Mietverträge, Bausparverträge und natürlich Kaufverträge. Verträge über Verträge und mancher blickt kaum noch durch. Zum Beispiel Christoph Brack, Marketingberater aus Berlin. Fitnessverträge, ich hatte Versicherungsverträge, also im Finanzbereich. Also ich dachte, ich hätte immer den Überblick, aber ich hatte eigentlich gar keinen Überblick. Christoph Brack suchte im Netz nach einer Lösung für seine Vertragsprobleme und stieß dabei auf folders.de. Ich interessiere mich grundsätzlich für digitale Innovationen und wollte das einfach mal ausprobieren. Habe das dann mit einem Vertragspartner gemacht, mit dem ADAC, von dem ich wusste, dass ich diesen Vertrag nicht mehr brauche. Und habe den ADAC-Vertrag dann über Folders kündigen lassen. So, das hat relativ reibungslos geklappt. Und daraufhin habe ich meine gesamten oder fast gesamten Verträge bei Folders eingestellt. Und damit ich einfach alles an einem Platz habe und mich nicht weiter darum kümmern muss. Mitten im Berliner Stadtteil Kreuzberg versucht ein Startup den Deutschen ein neues Angebot zu machen. Die komplette Verwaltung aller Verträge, vor allem die fristgerechte und rechtswirksame Kündigung. Bei folders.de kam der Gründer auf die Idee, weil er selber nicht mehr den Überblick über seine Verträge hatte. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich quasi selbst darunter gelitten habe. Kündigungsfristen, ein Thema, was glaube ich jeder kennt, Kündigungsfristen verpassen. Ein Vertrag verlängert sich, bucht ab, man braucht die Leistung gar nicht mehr, man ärgert sich tierisch darüber. Und das hat alles ins Rollen gebracht. Doch wer Verträge abschließt, streitet sich auch oft mit dem Anbieter oder Hersteller. Zum Beispiel Hans-Helmut Siemensmeier aus Duisburg. Der frühere Lkw-Fahrer ist Wohnmobil-Fan und kaufte sich ein solches Modell. Und habe dann Garantiefall gehabt, mit denen ich dann mit dem Hersteller ein bisschen Probleme gehabt habe. Doch die Beratung durch den Rechtsanwalt war mit Kosten verbunden. Die Kündigung eines Vertrages ist bei folders.de in den meisten Fällen kostenlos. Für Briefe und Einschreiben werden nur geringe Gebühren erhoben. Der Service von folders ist grundsätzlich kostenlos. Wir finanzieren uns hauptsächlich über Provisionen bei Neuverträgen, neben kleineren Gebühren aus den Kündigungen. Die Plattform verdient also in erster Linie ihr Geld mit der Vermittlung von Versicherungs- und Mobilfunkverträgen sowie Finanzprodukten. Anbieter wie folders.de oder der Konkurrent aboalarm.de sind nach Meinung von Verbraucherschützern ein bequemer Service für Kunden. Aber es gibt einen Haken. Diese Anbieter haben einen unheimlichen Wust an Daten von ihnen und sie müssen darauf vertrauen, dass dieser Anbieter mit ihren Daten unordentlich umgeht. Und dieses Risiko haben sie immer, dass es nicht tut und das wissen sie auch nicht. Und insofern zahlen sie diesen Dienst vor allem mit ihren Daten. Hans-Helmut Siemensmeier dagegen suchte Hilfe bei einem Anwalt. An seinem Wohnmobil hatte sich an der Front ein Riss gebildet. Den ließ der Hersteller auch anstandslos reparieren. Aber dann... Und wie ich diesen Wagen außer Reparatur wieder abgeholt habe, hat der Reparaturbetrieb mich darauf aufmerksam gemacht. Vorher hatte ich das selber das gar nicht gesehen, dass auch im Frontbereich an anderer Stelle Risse aufgetreten waren. Der Hersteller weigerte sich, die erneute Reparatur trotz Garantievertrag zu übernehmen. Der Rentner drohte auf einem Schaden von 1500 Euro sitzen zu bleiben. Doch sein Anwalt fand eine Lösung. Den Auftrag gegeben hat, nicht, wie man auf den ersten Blick hätte vermuten können, Herr Siemensmeier, der mit seinem Wohnmobil zur Reparaturfirma fährt und sagt, hier ist es, macht mal, sondern der Garantiegeber. Und das war, wie gesagt, die Lösung des Falles, dass wir jetzt sagen konnten, Herr Siemensmeier ist hier außen vor. Der Rentner gewann den Prozess. Seine Anwalts- und Prozesskosten musste der Hersteller tragen. Fazit. Online-Angebote wie aboalarm.de und folders.de sind meist nur für Kündigungen sinnvoll. Bei Vertragsstreitigkeiten führt am Rechtsanwalt weiterhin kein Weg vorbei.